Moin zusammen, hier ist Hermann von Zeitweise und ich würde sagen, herzlich willkommen im November. Es ist knüppelgrau, es nieselt, es ist kalt, aber natürlich nicht richtig kalt, also nicht so, dass es schön irgendwie Schnee und Frost gibt. Nein, es ist so 5 Grad kalt, richtig unangenehm kalt. Der Herbst ist eigentlich schon durch, die meisten Farben sind weg, aber der Winter ist noch nicht richtig da. Kurzum, es ist so eine richtig doofe Jahreszeit dazwischen. Dieses Video fußt jetzt also nicht auf, oh wow, es sind gerade super tolle Bedingungen für XY und das müssen wir unbedingt fotografieren. Nein, es ist eher ein Beweisversuch. Für euch, aber auch für mich selber, dass es eigentlich bei jeder Jahreszeit schöne Motive gibt. Und es geht hier gleich am Parkplatz gut los. Und zwar habe ich eben noch gesagt, dass die meisten Herbstfarben schon weg sind. Die Birke hier vorne ist allerdings wirklich noch sehr, sehr schön gelb. Und oben drin sitzen ein paar Stare und eine Krähe. Und die versuche ich natürlich jetzt von hier zu fotografieren. In erster Linie mit einer starken Überbelichtung. Was dann nämlich passiert, ist, dass der so graue Himmel komplett schön weiß wird und das Gelb aus den Blättern so richtig schön herauskommt und viel mehr leuchtet, als würde ich jetzt normal belichten. Und jetzt muss ich eigentlich nur darauf hoffen, dass da mal die Vögel schön gucken oder vielleicht sogar einer fliegt. Und schon sind sie weg. Jetzt nicht, wer weiß, wie spektakulär, aber ein schöner Anfang. Aber weiter geht's. Ich bin ja nämlich nicht hier, um Stare und Krähen zu fotografieren, sondern ich habe es auf was anderes abgesehen, und zwar auf Eisvögel. Dafür bin ich jetzt hier an ein Feuchtgebiet gefahren, was ziemlich frei ist. Und das ist eigentlich für Eisvögel nicht so gut. Die haben es nämlich am allerliebsten, wenn sie sich direkt an das Wasser einigermaßen erhöht, in irgendwelche Zweige von Bäumen beispielsweise setzen können, um von da aus dann ins Wasser zu springen und Fische zu erbeuten. Das können sie hier nicht machen und was ich dementsprechend hier beobachtet habe, ist, dass sich die Eisvögel einfach ans Ufer setzen und dann über das Wasser fliegen, in der Luft stehen und rütteln, um von da aus dann eben Fische zu erbeuten. Und das finde ich ist irgendwie ein ziemlich cooles Phänomen und da hoffe ich jetzt gleich wieder drauf. Es gibt aber natürlich hier auch ein paar Stellen, wo sie sich an das Ufer hinsetzen können. Die sind aber so vereinzelt und offen, dass sie dort dann eben auch immer wieder sitzen und eine von diesen Stellen ist hier vorne. Leider sitzt jetzt gerade kein Eisvogel da. Gestern war er ja noch ziemlich zuverlässig dort anzutreffen. Aber so ist das in der Natur und gefühlt speziell auch im November. Also es ist den einen Tag super gut, den anderen wieder doof und den nächsten wieder besser. Also es lohnt sich wirklich hier irgendwie hartnäckig zu sein und immer wieder an die gleichen Stellen zu kommen. Als er auf jeden Fall gestern hier saß, habe ich zwei unterschiedliche Arten von Fotos gemacht. Das eine ist so ein bisschen wie eben schon mit den Staren einfach extrem überbelichtet. Dadurch sind die Farben von diesem Strauch sehr, sehr gut durchgekommen und der Hintergrund, nämlich die reflektierende Wasserfläche, wurde komplett weiß. Und bei dem zweiten Foto bin ich etwas weiter in die Hocke gegangen, um einen hellen Streifen hinter den Eisvogel zu bekommen. Das war quasi ein Wasserstreifen, der in dem Schlick auf der Rückseite war und habe dann mit einer längeren Verschlusszeit die Kamera hin und her bewegt. Und ich finde es unglaublich, wie unterschiedlich zwei Fotos von der gleichen Stelle werden können. Das eine eben fast ja irgendwie fröhlich und ganz hell und das andere ganz duster und rau. Und das eben nur mit ein klein bisschen Wackeln und Unterbelichten. Und ich finde es immer wieder krass, wie unterschiedlich die Fotografie doch das Gesehene abbilden kann. Naja gut, die Eisvögel wollen heute nicht. Und ein weiteres Problem im November ist, dass man ja auch nicht so unendlich lange Zeit hat. Und da es jetzt in ungefähr 1,5 Stunden schon dunkel wird, gehe ich jetzt weiter zur nächsten Stelle. Jetzt bin ich schon fast zurück am Auto, habe aber noch ein anderes Motiv gefunden, nämlich einen Silberreiher. Der steht da unten relativ zusammengekauert, gerade vor diesen Kopfweiden. Und hat eben dadurch, dass er so hell und der Hintergrund so dunkel ist, einen wunderschönen Kontrast. Das Problem ist, wenn ich ihn jetzt ganz normal fotografiere, dann sieht man, dass hinter den Kopfweiden zum einen wieder so eine grüne Wiese ist und zum anderen auch, dass der Zaun da durchläuft. Das sieht also recht doof aus. Was ich jetzt also versuche, ist ähnlich wie mit dem Eisvogel eine längere Belichtung zu machen, indem ich erst auf den Graureiher gehe. Ich habe jetzt eine halbe Sekunde eingestellt, auslöse und sofort wegreiße. Auf diesen schönen, ich glaube Erlenwald ist es daneben. Und was dadurch entsteht, ist, dass durch den kurzen Moment, in dem ich auf dem Silberreiher bin, er eben scharf abgebildet ist. Der größte Teil des Hintergrundes, inklusive hoffentlich auch dem Zaun, allerdings durch diese Erlen eben überschrieben wird. Das ist so eine typische Art der Fotografie, die nicht auf Anhieb klappt, wo es sich wirklich lohnt, ausdauernd zu bleiben, auch mal unterschiedliche Belichtungszeiten und Winkel auf diesem Erlenwald auszuprobieren. Prinzipiell glaube ich aber, dass diese Technik aus dieser Szene ein Foto machen kann. Aber ich muss noch ein paar Bilder machen. Ich bin an meinem nächsten Ziel angekommen, nämlich diesen wunderschönen Angelteich,
Urlaubs-Naherholungsgebiet. Ich weiß gar nicht genau, was das hier ist. Ein Gebiet, an dem ich noch nicht oft war zum Fotografieren. Was jetzt hier aber gerade wunderschön ist, ist, dass eben einfach sehr, sehr viele Tiere da sind. In erster Linie Stockenten zwar, aber es sind auch einige Graugänse da, Haubentaucher, Zwergtaucher habe ich gesehen, Eisvögel habe ich gesehen, Kormorane sind hier immer mal wieder. Also hier ist einiges los und das reicht mir fürs Erste. Dieser Teich hier ist ringsherum so richtig eingekesselt. Also es gibt jetzt keinen Bereich, wo man ein ganz flaches Ufer hat und irgendwie die Möglichkeit hat, flach über die Wasserlinie zu fotografieren. Eigentlich ja so eine Faustformel, sobald man sagt, naja, man ist irgendwie dabei, Wasservögel zu fotografieren, muss man auf Augenhöhe kommen. Hier geht das nicht. Dafür hat man aber genau auf der anderen Seite die Möglichkeit, relativ nah am Ufer, relativ steil von oben zu fotografieren. Und es gibt jetzt hier eben ein paar andere Möglichkeiten. Und das sind hier ein paar unterschiedliche Sachen. In erster Linie ist dadurch, dass ich so hoch bin, die Schilfkante teilweise direkt unterhalb von den vorbeischwimmenden Vögeln. Und da habe ich es jetzt hier gerade auf die Haubentaucher abgesehen, die von links nach rechts schwimmen. Und was ich jetzt gerade mache, ist sie die ganze Zeit beobachten, vor allem mir aber eine schöne Stelle im Schilf auszusuchen. Jetzt irgendwo zwischen das Schilf und die Wasseroberfläche zu fokussieren und ganz weit abzublenden, damit hinterher sowohl Schilf als auch der Haubentaucher scharf ist. Jawohl! Das hat doch schon mal für den Anfang gar nicht schlecht geklappt. Auch erstmal nicht so spektakulär. Ich finde es aber irgendwie einen ganz coolen Effekt, der eben nicht gehen würde, hätte man diesen See, der so eingekesselt ist, nicht. Und was mir hier gerade auch wirklich nochmal auffällt, ist, wie unglaublich unterschiedlich weit fortgeschritten der Herbst ist. Ich stehe jetzt hier unter ein paar Eichen, das ist klar, dass sie das Laub später verlieren. Aber hier sind auch eben einige Pappeln zum Beispiel am Ufer, die teilweise noch komplett Laub haben, teilweise nicht. Und da, wo ich eben heute Morgen war, war gar nichts mehr zu sehen in Sachen Laub. Also das vielleicht auch ein Tipp für euch, wenn ihr glaubt, naja, bei mir ist es schon vorbei mit dem Herbst, dann fahrt einfach mal an eine andere Stelle. Vielleicht habt ihr da ja irgendwie noch ein, zwei Wochen mehr. Wo ich jetzt hier gerade so ein bisschen parallel zum Schilf gucke, sehe ich, dass da vorne ein Zwergtaucher am Schilfrand unterwegs ist und immer abtaucht und im Schilfbereich wahrscheinlich nach Fischen taucht. Und auch das geht jetzt hier von oben relativ schön, dass man eben das Wasser komplett im Hintergrund hat. Und ich versuche jetzt hier mich irgendwie so hinzustellen, dass ich gleich, wenn er hoffentlich mal wieder an der richtigen Stelle rauskommt, schön das Schilf angeordnet habe. Im Hintergrund spiegeln sich schön dunkel die Bäume. Und er dann eben an einer schönen Stelle auftaucht. Ungefähr so. Sowohl die Haubentaucher als auch der Zwergtaucher da vorne sind jetzt gerade nicht mehr zu sehen. Und ich merke auch, dass es schon etwas dunkel wird für diese Art der Fotografie. Wenn man so weit abblenden muss, dann ist es eben hilfreich, wenn man das nicht kurz vor Sonnenuntergang macht, sondern tagsüber, wenn es immerhin ein bisschen heller ist. Jetzt ist mir da hinten noch eine andere Sache aufgefallen. Und zwar überall da, wo sich jetzt hier im Wasser die Bäume vom Ufer spiegeln, ist das Wasser eben sehr dunkel. Und wenn da die Vögel hin und her schwimmen, dann ziehen die da sehr, sehr schöne helle Streifen hinter sich her. Das sind in erster Linie hier zwar Stockenten, hier vorne hatte ich aber gerade auch ein paar Blässhühner. Und ich glaube, dass das gerade mit einer Unterbelichtung ziemlich cool aussehen könnte. Entweder wenn sie so da vorne lang schwimmen mit einer großen Linie, die sie quasi hinter sich herziehen. Oder auch hier vorne, wenn man nämlich mal wieder so weit von oben drauf fotografiert und das Tier so auf einen zuschwimmt, dann kann das auch ziemlich cool aussehen. Und schon wird es dunkel. Ich hatte jetzt darauf gehofft, dass vielleicht doch die Sonne noch mal so ein bisschen durchkommt oder immerhin die Wolken ein bisschen bunt färbt, die sich dann hier vielleicht im Wasser spiegeln. Dem ist leider nicht so, aber naja, wir sind ja nun mal auch im November. Ich hoffe trotzdem, es hat euch Spaß gemacht, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und vielleicht hat das eben Gesehene ja auch ausgereicht, um dann morgen mal wieder rauszugehen und den November etwas herauszufordern. Schließend tue ich das Video jetzt mit ein paar weiteren Fotos, die an diesen Stellen, die ihr gerade gesehen habt, in den letzten Tagen entstanden sind. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Rausgehen, haltet durch und bis ganz bald. Tschüss.